Ich bin Tor Alexander von defi.jetzt und heute gibt es den zweiten Teil des Gesprächs von Ralf mit mir zum Thema Geld und wie Geld die Welt verbessern kann. Bis gleich. So, aber trotzdem sind die in diesem Geld gleichberechtigt. Die können mich nicht mehr über den Tisch ziehen. Es gibt ja noch diesen Souverainage, also diesen Währungsgewinn. Das heißt, wenn ich neues Geld in den Markt bringe, Seniorage. Seigniorage, danke. Wenn ich neues Geld in den Markt bringe, dann kann ich zu alten Preisen einkaufen. Bis sich das rumspricht, dass jetzt plötzlich mehr Geld da ist als vorher, aber die gleiche Menge an Produkten. Also muss das Geld weniger Wert haben, also brauche ich mehr Geld, um die gleiche Menge Produkte zu kaufen. Das ist die Was Theorie dahinter. Na, was Ich ich jetzt bei den sogenannten Bitcoin-ETFs auch wieder sehe oder vermute, das ist bloß noch eine Frage der Zeit aus meiner Sicht. Genauso wie man Gold, was zentral irgendwo angeblich für einen verwahrt wird, wo es Gold- und Silberzertifikate auf Papier gibt, die ein Mehrfaches dessen sind, als das, was an Gold und Silber da ist. Genauso wird das mit Bitcoin unter Umständen in diesen ETFs oder bei diesen zentralen Verwaltungssystemen auch passieren. FTX zum Beispiel ist ja auch daran pleite gegangen, dass die ja halten und verkauft haben, die sie gar nicht mehr hatten oder nicht, noch nicht mal hatten. Und Ähnliches mit Papierzertifikaten, also ein papierendes Versprechen auf etwas, was mehrfach versprochen worden ist, ne? Das nennt man Double Spending. Mit reinem Bitcoin kann das nicht passieren, in der Bitcoin-Blockchain, aber wenn das sozusagen zentralisiert an solchen Börsen oder aufgehoben wird, dann kann natürlich das auf diese alte Art und Weise passieren. Man kann das elektronisch verhindern, aber das ist eben auch etwas, wo ich sage, das, was aus dem Geld geworden ist, das herkömmliche Geld, dass man Wetten auf irgendetwas macht oder etwas verkauft, was einem gar nicht gehört, oder wettet, Spekulationen also macht, das müsste eigentlich alles ja, verboten werden. Ne? Ja, aber Das damit kann man dann kein Geld verdienen, wenn es verboten ist. So, und das richtig. andere Ding, ich hatte da ja auch im Mr. Maracuja-Kanal hatte ich eine Episode gemacht mit KYC Bitcoin. Also, dass BlackRock und natürlich auch die anderen großen ETF-Betreiber, Finanzverwalter, Vermögensverwalter, irgendwann die Miner darauf drängen können, dass die alle sich verifizieren. Und das machen ja auch die Staaten schon. EU geht ja da auch schön voran, dass du deine Bitcoin-Adresse warten musst, dass du das sagen musst, diese Adresse bin ich, die kontrolliere ich und so weiter und so weiter. Das heißt, die versuchen dann ihre Transparenz und ihre Kontrolle in Systemen in einen anderen Währungsraum mit auszudehnen. BlackRock könnte natürlich dann auch auf die Miner Druck ausüben. Ist ja jetzt schon so, dass zwei große Mining Pools, knapp 50% der Miner von ihren Leuten, die bei denen Blöcke einreichen, dass die verlangen, dass die verifiziert sind. So, und das ist ja abartig, pervers und verstößt gegen die Philosophie von Bitcoin. So, und das kann man mit einer Macht über das Geld, kann man das natürlich weiter ausbauen. Ja, das heißt also, wir sehen hier schon wieder, das alte System dabei ist, seine Finger auch auf Tentakel. Tentakel, auch auf das möglicherweise neue System auszudehnen. Die Frage ist eben, wie kann man trotzdem oder wie könnte trotzdem mal das, was der Bitcoin eigentlich alles in sich an Eigenschaften vereint, wie kann man das trotzdem retten, dass es zum Guten, zur Freiheit des Einzelnen, auch zur sogenannten Zeitpräferenz, oder wie du sagst, es deflationär als Anreizsystem weniger zu verbrauchen, die Umwelt geschickter auszunutzen oder weniger zu verbrauchen, damit noch eine lebensfähige Nachwelt für Kinder, Enkel, Kindeskinder entsteht. Das mit der lebensfähigen Nachwelt, das sehe ich immer als Angst, das sehe ich überhaupt nicht so. Wir sind als Menschen erfindungsreich und da wird sich immer irgendwelche Möglichkeit geben. Es sollte bloß
effizient mit den Ressourcen umgegangen werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Verbrauch einschränke, aber dass ich halt effizient damit umgehe mit den Ressourcen. Ich muss nicht das Licht brennen lassen oder die Klimaanlage laufen lassen, wenn ich nicht im Haus bin. Muss ich nicht. So, und die andere Sache ist, was kann man da machen? Eigentlich zwei Sachen. Die eine Sache, wir können die Leute aufklären, was Bitcoin ist, wie Bitcoin funktioniert, was der Unterschied zu zentralem Geld ist. Und wir können, wenn das zu blöd wird, wir können Bitcoin forken. Dann gibt es halt einen anderen Bitcoin und dann liegt es aber auch wieder an allen und da müssen viele aufgeklärt sein und nicht schlafscharf bleiben oder sein, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren nur noch für unsere Dienstleistung diesen neuen Bitcoin und diesen KYC-Bitcoin wollen wir nicht. Bitcoin ist ja schon x-mal geforkt worden. So, und oder man macht eine komplette neue Währung und sagt, okay, wir verabschieden uns, also nehmen Monero von mir aus oder irgendeine andere Privatsphäre-Währung, wo wir wirklich 100% Privatsphäre haben. Es gibt ja auch die Bestrebungen in Ethereum, das mit Zero-Knowledge-Proofs da Privatsphäre reinzumachen, kann man mit Bitcoin sicherlich auch machen. Muss man dann bloß halt wollen. Apropos Zero-Knowledge Proofs, da habe ich eine Idee, dass wir dazu zu dieser Technologie auch mal einen Beitrag machen. Da war ich letzte Woche auf einer Messe und da habe ich den Johannes Sedlmayr, mit dem hatte ich schon mal was gemacht, kennengelernt und ihn auch gefragt, sollten wir uns mal nehmen. Aber jetzt zurück zu dem Thema Geld. Oder zu unserem heutigen Thema Geld und Verbesserung der Welt. Ich meine, wir Lass haben mich vielleicht einiges ruiniert. noch was sagen. Du hast mir ja vorhin gefragt, wie könnte jetzt ein Geld aussehen in der Fiat-Welt, Genau. ne? Die Frage, du hast mir ja vorhin ziemlich viele Fragen gestellt und nicht die Möglichkeit gegeben zum Antworten. Also ich denke schon, Bitcoin wäre jetzt wär das eins der richtigen Gelder in eine Richtung, wo wir irgendwann bei einer Gesellschaftsform landen, die gemeinschaftlich ist, ne? Jetzt nicht urkapitalistisch oder sonst was, weil wir hier zumindest erstmal keiner Institution die Macht übers Geld geben. So, die zweite Sache, wie sieht es jetzt kurzfristig und mittelfristig aus, international? Was wird dort als Geld für Rohstoff, für Energiebezahlung und für Handel hergenommen werden? Und da ist es ja so, dass der US-Dollar langsam zurückgeht, Euro logischerweise auch. Wenn die jetzt noch anfangen, russische Vermögenswerte beschlagnahmen zu wollen, um der Ukraine was Gutes zu tun, dann wird es noch ein bisschen schneller mit dem Niedergang des Euros hergehen. Bei mir sehe ich es hier, dass der Euro 30% an Wert verloren hat im Vergleich zur lokalen Währung hier. Ich Okay. habe früher mit Also die maximale Menge, was ich am Geldautomaten abheben kann, sind 350.000 Coll. Und das waren mal in guten Zeiten, waren das mal 480, 490 Euro. Und jetzt bin ich locker bei 630. Okay, gut. So, der Euro-Dollar-Kurs hat sich nicht groß verändert, weil der Dollar ebenfalls schwächer geworden ist. So, und das ist aber Sachen, die kriegst du jetzt im Euro-Raum nicht mit, weil du hauptsächlich zum Dollar guckst aber zu vielen anderen, siehst du das? Meine Geld, auch wenn einem das nicht so bewusst ist, tut ja eigentlich 50% unseres Zusammenlebens kontrollieren oder steuern. Vielleicht auch sogar immer mehr, weil immer mehr in Geld umgewandelt wird, Gebühren, was auch immer. Es gibt jetzt eine ganz interessante Denkrichtung, Bitcoin nicht nur als Geld, sondern Bitcoin komplett als Gesellschafts-Operating System oder als Philosophie auch. Da gibt es ein schönes zusammenfassendes Buch, Die Bitcoin-Revolution von Mike Friedrich, das lese ich gerade. Und da bin ich auf ein interessantes, nur vierseitiges Kapitel gestoßen, wo er das, was heute mit Bitcoin passiert, so ein bisschen mit der Zeit, wo Luther seine Thesen in Wittenberg, 1517 war das, angeschlagen hat und woraus ja dann auch eine lange Auseinandersetzung der Glaubenskrise oder dann auch entstanden ist, die Trennung von Kirche und Staat, woraus jetzt abgeleitet wird, naja, die Trennung von Geld und Staat.
dass die unabhängig voneinander sind, weil bis jetzt der Staat immer für sich beansprucht, also so ist das in allen Jurisdiktionen, die ich jetzt kenne, dass der Staat eben das Geldmittel, das Zahlungsmittel und damit sozusagen das Zahlungsmittel bestimmt. Und um das zu trennen, weil der Staat hat immer dazu geführt, dass es zu hohen Steuern, zu hohen Abgaben, zu Ineffizienzen im Gesellschaftssystem, was wir jetzt ja auch gerade erleben, wir haben ja nicht mehr wie im Mittelalter den Zehnten, sondern wir haben den sogenannten in Deutschland mindestens den Halbten, ja, also 50% oder den Hälftigen. Ein neues Währungssystem wird dort zumindest auch diskutiert unter Bitcoinern oder unter Kryptomanen, Kryptoanhängern auch in der libertären österreichischen Schule, dass eine Trennung von Geld und Staat auch eine erste, sag ich mal, Möglichkeit sein kann, um ein anderes Geld- oder Anreizsystem im gesellschaftlichen Zusammenleben vielleicht zu etablieren. Vielleicht ist das ja auch eine Denkrichtung. Ist ja schon so. Wenn du guckst, die Federal Reserve seit 1913 ist eine private Bank, die für den Staat das Geld rausgibt. Da hast du schon die Trennung von Staat und Geldschöpfung. Die hast du schon. Und bei uns genauso. Die EZB ist ein fremdes Konstrukt, gehört nicht zum Deutschland. Das heißt, diese Trennung von Staat und Geldschöpfung besteht schon. Es ist ein Trugschluss, das zu fordern. Gibt's schon. Auch die EZB. Ich habe mal zwei Bundesbankdirektoren gefragt, wer ist denn Eigentümer der EZB? Konnten die mir nicht sagen, wer der Eigentümer ist. So, die haben gesagt, na, wir haben damals unsere D-Mark an die EZB überwiesen und wir sitzen im EZB-Rat. Und? Aber wer ist der Eigentümer? Und das hast du gesehen, wer der Eigentümer ist. Bei der letzten Finanzkrise wurden die europäischen Privatbanken gerettet. Da haben sie Irland und Island oder Irland, Island, irgendwie eins mit den I-Ländern, haben die genötigt, ihre Schulden zu bezahlen und an die Banken, an die Großbanken. Da gab es auch ein Interview mit dem Minister und so weiter. Das heißt, was man natürlich da im Schritt weitergehen kann, dass der Staat das Monopol verliert, zu bestimmen, welches Geld, in welchem Geld er seine Steuern haben will. Ja, eben Das das dann immer. Zahlungsmittel. Milei in Argentinien, der hat ja das jetzt so geöffnet, zur Zeit so geöffnet, dass wenn zwei sich einig sind, womit sie bezahlt werden wollen, dann ist das so. Ne? De facto haben wir das ja in Deutschland auch, wenn interne Verträge sind, aber der Staat will sein Geld immer noch in Euro haben. Das In heißt, Giral-Euro. Giral-Euro, jawohl. In Banken-Euro, nicht in Zentralbank-Euro. Weil du gerade Giral-Euro oder weil wir gerade über Euro reden, ich will mal meinen Bildschirm teilen, will ich dir mal was zeigen. Ich habe mir doch gedacht, naja, es gibt ja den ECB-Block, also den European Euro-Block. Und da gibt es in der EZB einen Chefökonom, der heißt Ulrich Binzeil, ein Deutscher. Und den habe ich einfach mal angeschrieben. Hier und so weiter, ob er denn mal für eine Diskussion zu einer CDBC bereit wäre. Und der hat mir sogar geantwortet. Ja, ich habe am 23. Februar geschrieben, 12:19, 12:27 hatte ich schon eine Antwort. Also ich habe noch nicht wieder geantwortet. Das heißt, danke für die freundliche Nachricht und erstmal ist das nicht auf Ablehnung gestoßen, sondern mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, dass ich im Rahmen des Blockchain-Meetup Saxony durchaus vielleicht mal mit ihm oder einem Bundesbanker, wie er hier vorschlägt, dass man da irgendwo mal zu einer Diskussion nochmal zu CDBC und Co. kommt. Wir hatten das ja schon in der 50. Ausgabe des Blockchain-Meetups, wo wir CDBC mit ZKP-Technologie mal angerissen haben. Mit solchen interessanten, wichtigen, sage ich mal, Leuten versuche ich natürlich auch die Thematik vielleicht mal aufzuklären, um Bildung unters Volk zu bringen. Müssen wir sehen, ob das irgendwie gelingt. Ne?
Und ja, hier sehe ich, hier sind auch einige verteilte Leute. Mal gucken, was da alles so dahinter steckt. Ne? So, jetzt tue ich mal meinen Bildschirm wieder entteilen. Freigabe stoppen. So. Ich bin mir nicht sicher, weil wir verfolgen ja beide Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. So, Ja. und die beiden sind ja da relativ dicht dran. Und der Jonas, weiß ich, wie er jetzt mit Nachnamen heißt, Jonas Groß. genau, der ist Gründer der Digital Euro Association. Association. So, das heißt, der ist ein blinder, sage ich jetzt mal, ein blinder Befürworter der Euro-Einführung. Und er will die Gefahren nicht sehen. Ja, glaube ich nicht ganz. Also er sieht das schon kritisch und Ja, aber die haben er hat nichts zu ja sagen. Aber die sind euphorisch, das. wenn sie über den digitalen Euro reden. Und ich sehe da die Notwendigkeit nicht drin. Und hat ja der Alexander Bechtel in irgendeinem Interview oder wie auch immer, hat das letztens auch erzählt. Er sieht den Vorteil Ja. da drin auch nicht. Und Na klar, letztendlich. wir haben funktionierende Zahlungssysteme. Wozu brauchen wir das, ne? Höchstens für, um Maschinenbezahlung effizienter noch zu machen, weil wir zu viel Kannst du mit Gebühr anderen haben. auch machen. Uninteressant. Ja, bin Geht ich bei alles. dir. Der Punkt ist, was viele nicht kapiert haben: Neue Technologien werden immer zur Machterhaltung verwendet. Das hast du damals, Hitler hat Werner von Braun gefördert mit der Raketentechnik, weil er das im Krieg brauchte. Guck dir viele andere Erfindungen an in Deutschland, egal ob jetzt Fischer-Tropf-Verfahren oder was auch immer, das war alles, um quasi autark zu werden von Importen, von Rohstoffen, um bestimmte Sachen selber herstellen zu können, unabhängig zu sein. So, und erst später, wozu brauche ich ein Geld, was noch zentraler ist als das Bankengeld? Bei den Banken habe ich ja eigentlich ein dezentrales Geldsystem. Ich habe viele verschiedene Bankensysteme, okay, mittlerweile nicht mehr so viele. Aber jeder hat da sein Konto und dies und jenes. Aber wenn ich jetzt alles bei der Zentralbank habe, habe ich eine zentrale Steuerung. Und siehe das mit der komischen Flüchtlingskarte für das Geld für die Flüchtlinge. In Hannover hat schon einer rumgekräht, das auch für Bürgergeldempfänger, was früher Sozialhilfe hieß, auszuweiten. Und irgendwann wird das dann weitergehen und dann wirst du dann vielleicht auch noch deine Rentner, werden dann die Rentner als nächstes beglückt werden mit diesem Geld und so weiter. Ja, irgendwann So, muss und das ja mal diese. ausprobieren, die CDBC. Hä? Irgendwann musst du ja auch die CDBC mal ausprobieren. Haben Sie doch schon in Nigeria ausprobiert? Probieren Sie in, Ja, na, in China auch. die karibische Insel mit B, Bermudas, da probieren Sie es auch schon aus. Gibt es auch einige andere auch. Die Frage ist mal, wozu brauche ich das? Brauche ich nicht. Sollen das andere Geldsystem ordentlich machen? Und wozu brauche ich eine Alternative zum Bargeld? Elektronische Zahlen hast du Überweisungen, du hast andere Systeme, du kannst die Kreditkartenzeug machen, geht mittlerweile auch alles. Wozu brauche ich so einen Kram? Und Maschinenzahlung ist genauso so eine Augenwischerei, brauche ich auch nicht. Und das Geldsystem, Überweisungssystem ist kaum ausgenutzt. Ich habe mal mit einem Freund zusammen, haben wir mal Zahlungen analysiert, auch in Richtung Krypto, und haben festgestellt, dass ein Großteil der Zahlungen in den ersten 1, 2, 3, 5 Tagen des Monats passieren. Dann gibt es nochmal was so um den 15. darum. Und die restlichen Tage hast du recht wenig Überweisungen. Ja, weil am Ende des Monats immer wenig Geld da ist. Oder am Ende des Geldes noch viel Monat, je nachdem. Ja? So, am Anfang machst du deine Miete und andere Ratenzahlungen, machst du meistens am Anfang des Monats, erste, zweite, dritte, vielleicht noch fünfte. Dann gibt es nochmal im 15. rum ein bisschen was. So, und das haben wir festgestellt, wo halt die meisten Zahlungen da raus sind. Und das waren ein paar tausend Überweisungen, die wir uns da angeguckt hatten. Jetzt nicht von allen, aber so von normalen Girokonten. Und wenn ich jetzt eine Maschine habe, die halt Zehntel Cents abrechnet, muss ich mich fragen, wozu muss die so einen kleinen Kram abrechnen? Kann sie doch warten, bis sie einen ganzen Cent zusammen hat oder der Monat rum ist. Und dann tut sie halt die 5,34 Cent überweisen.
Ja, naja, gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr breiten Spektrum oder ein sehr breites Spektrum über Geld, Klima, Zusammenleben, Gesellschaftsoption, Anreizsysteme, Ressourcen, Effizienz gesprochen. Das zeigt aber auch, wie komplex das Thema Geld unseren Alltag durchdringt. Anreizsysteme, Zahlungsmittel. Genauso schwierig, glaube ich, wie wir heute abhängig im Zusammenleben von dem Thema Geld als Austausch, als Vergleichsmittel sind. Als Anreizsystem genauso kompliziert dürfte es sein, vielleicht ein Zusammenleben ohne Geld zu etablieren. Vielleicht ist das sogar illusorisch. Gut, unsere Vorfahren haben es auch ohne Geld geschafft. Ja, die hatten andere Anreizsysteme. Waren an einigen Stellen vielleicht glücklicher. Man redet ja auch heute davon noch, dass im Amazonas es ja immer noch ein paar Völkerstämme gibt, Geld noch nicht kennen oder vielleicht erst vor kurzem kennengelernt haben und dass die vorher glücklicher im Zusammenleben waren. Auch in ihrer abgeschlossenen, vielleicht nicht allzu großen Völkergemeinschaft von bis zu 100, 150 Menschen in einem Stamm. Ich weiß nicht genau. Vielleicht sind es auch 60, 80, keine Ahnung. Aber will sagen, wir sollten das vielleicht auch mal noch versuchen, anderweitig zu vertiefen, beziehungsweise gerne vielleicht auch mit anderen Leuten, Personen einladen, um das von allen Seiten mal zu beleuchten. Aber wie gesagt, ich lese jetzt erstmal noch zu Ende das Buch Die Bitcoin-Revolution. Dann gibt es auch noch ein schönes Buch Soft War, wo ein Offizier der amerikanischen Raketentruppen, der eine Dissertationsarbeit am MIT geschrieben hat, wo es darum geht, Soft und War, nicht Software, sondern Soft War, also Soft Krieg, wo er geschrieben hat, Bitcoin könnte ja im gegenseitigen Zusammenleben die Finanzierung von Kriegen, wie du vorhin schon sagtest, auch auf 400 Seiten gibt es auch eine deutsche Übersetzung bei Apricot, bei dem Verlag. Kann man sich auch mal durchlesen. Auch interessant, ist eine sehr interessante Theorie. Ich glaube, da ist viel im Entstehen in dieser Hinsicht, dass um Bitcoin herum auch eine neue Art und Denkweise, nicht eine Bitcoin-Philosophie, aber dass da einfach neue Denkweisen entstehen, die das Zusammenleben oder eine Zukunftsvision für mögliche Zusammenleben, weil das gibt es viel zu wenig eine Vision in dieser Stelle. Wo gibt es nach dem System, was wir jetzt haben, oder nach einer möglichen Veränderung, Zusammenbruch, wie auch immer, Ende des Fiat-Geldes, wie könnte das Zusammenleben anders organisiert werden? Das, was wir derzeit, wie ich sag mal, in Deutschland erleben, da habe ich auch so meine Fragezeichen, ob das, was da rot-grün getrieben oder Vogue getrieben, wie immer man das nennt, ob das die Zukunft ist. Ich bin da sehr skeptisch, dass das, was wir hier zurzeit ertragen, erleben müssen, dass das zu einer Verbesserung der Situation im mentalen Bereich für die Menschen in Deutschland führt. Ralf, wenn du nichts dagegen tust, ist das die Zukunft. So, und die andere Sache, was mir eingefallen ist, Neid. Wenn du quasi kein Geld hast, hast du eigentlich auch kein Neid. Oder sagen wir so, hast du weniger Risiken für Neid. Klar kann es immer noch Sachen geben, die man dann haben will, aber Geld ist ja was Universelles. Geld, Bitcoin ist auch neutral, ne? Also Bitcoin kann ich für gute Sachen, kann ich für schlechte Sachen mit hernehmen. Ich kann niemanden ausschließen. Und bei Geld ist es ja normalerweise auch so, dass ich für alles, ich kann mir damit auch meine Neidwünsche erfüllen, wenn ich genug Geld habe. So, und wenn man das schafft, den Neid zurückzuziehen, zurückzusetzen, ist man da schon gesellschaftlich gesehen einen Schritt weiter. Da bin ich bei dir. Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort, weil es ist heute schon ziemlich lang geworden. Schreib mal unten in die Kommentare, du lieber Zuhörer, Zuschauer oder als Kommentar vielmehr, was hältst du also von Trennung von Geld und Staat? Gibt es das schon? Oder
wie sollte das, wie exzessiv sollte das durchgesetzt werden, in welcher Form? Und dann bleib uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Halt, stopp. Ergänzung. Ich hatte ja die Frage von Ralf so beantwortet gehabt, dass das künftige Zusammenleben gemeinschaftlich diskutiert werden sollte und das auch auf gemeinschaftlichen Prinzipien beruhen sollte. Zu diesem Thema, leider erst nach dem Interview, bin ich über einen Vortrag gestolpert vom Professor Mausfeld. Thema Demokratie am Abgrund. Und dort beschreibt er die Ursachen, wann die ganze Demokratiegeschichte, der Abbau der bürgerlichen Rechte, der Freiheiten, der Menschenrechte, bliblablub, angefangen hat, wie es sich mit Macht verhält und wie der Weg raus aus dieser Spirale ist und wie der sein könnte. Besonders auch seine Antworten auf die Fragerunde im Anschluss seines Vortrages sind sehr aufschlussreich. Den Link zu seinem Vortrag auf YouTube findest du im Begleittext. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.